sieht so aus, als könntest du einen Kaffee vertragen. Gute Idee. Ich bin gerade fertig geworden. Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Mein erster Großeinsatz für die Lahnsteins. Nächste Woche kommt Prinzessin Luise nach Königsbrunn. Wer? Prinzessin Luise von Weidensteig. Sie ist sowas wie das Sahnehäubchen des deutschen Adels. Tut mir leid, da stecke ich nicht wirklich drin. Aber einen Fernseher hast du doch. Die Frau ist der absolute Medienstar. Ich meine, ständig auf allen Titelblättern. Und dafür will ich Carla von Lahnstein mein Konzept präsentieren. Empfang, Unterbringung, Pressebetreuung, Sicherheitsvorkehrung etc. So viel Aufwand? Ist doch nur eine Adelstante und nicht der amerikanische Präsident. Ui, ich muss los. Ja. Ich werde vorher noch dem Schlosspersonal vorgestellt. Super. Und wegen Carla, mach dir da mal keine Sorgen. Ihr kommt am Anfang so ein bisschen steif rüber, aber eigentlich ist die ganz in Ordnung. Und wenn die erstmal sieht, was du für eine Perle bist, dann wird alles gut. Ach, bisher hatte ich eher den Eindruck, sie sammelt Gründe, um mich wieder loszuwerden. Mhm. Also, dann bis später. Ja, viel Glück. Sag mal, könntest du gleich die Einführung von Stella Mann übernehmen? Das könnte ich ja natürlich, gar keine Frage. Aber warum willst du dich davor drücken? Ist doch schließlich dein Aufgabenbereich. Ja, schon gut. Ach, Carla, freu dich doch, dass wir endlich in ihr eine neue, kompetente Verwalterin gefunden haben. Du hast immer noch Probleme mit Stella? Nein. Aber sie hält dir doch eine ganze Menge Stress vom Leib. Und wenn du ganz ehrlich bist, ein bisschen mehr Freizeit würde dir auch ganz gut tun. Was soll das denn heißen? Ich arbeite gern. Einen Ausgleich braucht jeder. Und um mal ein bisschen gelassener zu werden... Sarah, ich bin gelassen! Und was diese Stella angeht, ja, es gibt Leute, die finde ich sympathischer, aber... solange sie ihren Job gut macht, werde ich natürlich auch mit ihr klarkommen. Ihre neue Vorgesetzte bringt nicht nur Erfahrung aus renommierten Hotels mit. Sie hat auch eine ganz besondere Eigenschaft, von der ich mich schon selbst überzeugen durfte. Ich meine ihre Gelassenheit. Selbst in Momenten, wenn normale Menschen am liebsten vor Scham im Boden versinken würden, scheint sie geradezu teilnahmslos, als ob es sie nichts anginge. Ich bin wirklich gespannt, wie viel Nutzen solch eine Gelassenheit für den Ablauf hier haben wird. Vorausgesetzt, sie wird zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort angewandt. Aber da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Herzlich willkommen auf Schloss Königsbrunn. Bitte. Ich bedanke mich für Ihr Vertrauen, Gräfin. Wie mir Ihr Vorgesetzter, Herr Justus Stiel, schon erzählt hat, sind Sie ein wunderbares Team. Und ich werde mich bemühen, Sie mit meinen Ideen und mit meinem Engagement zu unterstützen. Und ich bin mir sicher, gemeinsam meistern wir alle Herausforderungen. Sowohl die kleinen des Alltags, als auch die bevorstehenden großen und außergewöhnlichen Ereignisse. Ich freue mich auf die Arbeit mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wann zeigen Sie mir die Vorschläge für die Ankunft der Prinzessin? Wann immer Sie wollen. Auch sofort? Gerne. Also, ach, zu dumm. Der Stick. Oh, ich verstehe das nicht. Also, wahrscheinlich habe ich ihn liegen lassen. Ich fasse. Hey, komm ruhig rein. Bitte lass sie nicht stören. Mir tun sowieso schon die Finger weh. Aber was machst du eigentlich noch hier? Überstunden an deinem allerersten Arbeitstag? Es geht um das Konzept für den Empfang der Prinzessin. Ich musste noch mal herkommen, weil ich den Stick hab liegen lassen. Ja. Und wie war dein erster Tag sonst denn? Naja, wie man's nimmt.
Jedenfalls habe ich schon ganz viele Ideen, wie man hier die Organisation und Abläufe verbessern kann. Ich höre schon. Da spricht der Profi. Als erstes würde ich die Organisation der Schlossverwaltung auf Computer umstellen. Ich meine, Personalplanung, aber auch die Logistik heutzutage per Hand zu machen, ist vorsintflutlich. Schluss mit dem finsteren Mittelalter. Kriegen Sie das ohne Computer nicht in den Griff? Die Abläufe hier auf dem Schloss funktionieren seit Jahrhunderten reibungslos. Es hat Sie niemand eingestellt, damit Sie das Rad neu erfinden. Sicher. Wie Sie wünschen. Kommen Sie nur bitte mit in die Bibliothek. Ich bin auf Ihre Vorschläge gespannt. Ich halte es für sinnvoll, wenn Ankunft und Begrüßung der Prinzessin in Anwesenheit der Presse stattfindet. Erfahrungsgemäß sind dann erstmal die Fotografen ruhig gestellt. Vernünftig. Damit wäre dann auch das anschließende Essen im Kreise der Familie viel entspannter, bevor es dann zur offiziellen Pressekonferenz geht. Ja, das hat alles Hand und Fuß. Ich denke drüber nach. Vielen Dank. Einen Punkt würde ich gerne noch mit Ihnen klären wollen. Es betrifft meinen Arbeitsvertrag. Ich würde gerne die Zusatzklausel streichen wollen und auf mein Wohnrecht hier auf dem Schlossgelände verzichten. Wie meinen Sie das? Eine Wohnung in Düsseldorf wäre mir lieber. Das geht aber nicht. Als Verwalterin müssen Sie jederzeit verfügbar sein. Aber das wäre ich doch. Übers Handy. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Ihr Job verlangt hundertprozentiges Engagement. Natürlich. Und Sie sollten sich schnell darüber im Klaren sein, ob Sie das leisten können. Denn natürlich beinhaltet das auch, dass Sie Ihr Privatleben den beruflichen Aufgaben unterordnen. Und wenn das nicht geht, dann sehe ich für Sie auf dem Schloss keine Zukunft. Wenn ich daran denke... Ob noch ein Kaffee für mich drin ist? Klar. Die Kleine kann ja sprechen. Ja, wieso hast du während der gesamten Fahrt nicht ein Wort gesagt? Ja, tut mir leid, okay, ich war etwas geschafft. Geschafft? Wovon denn? Von deinem ersten Arbeitstag hier? Ach so, das ist die neue Chefin. Egal, was ich mache, die wirkt mir immer einen rein. Ich glaube, zwischen euch beiden läuft was Grundlegendes falsch. Also, ihr kommt übrigens morgen zu meiner Party. Vielleicht wird dann das Eis zwischen euch brechen. Meine Chefin hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass ich mir bei dem Job hier mein Privatleben abschminken kann. Hey, wir sind doch in Deutschland, im 21. Jahrhundert. Die Sklaverei ist abgeschafft. Ich habe ein Privatleben. Was kann ich denn dafür, dass diese Gräfin keins hat? Ey, das ist doch wahr. Nur weil sie als Chefin und als alleinerziehende Mutter keine Freizeit hat, meinst du, dann gönnt sie ihren Untergebenen das auch nicht? Sag mal, hörst du mir zu?